Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit einem Hair-Hack. Und zwar habe ich vor einiger Zeit ein Video gesehen, wo sich jemand Locken über Nacht mit Socken gemacht hat. Und das wollte ich unbedingt ausprobieren, weil ich solche Hacks super gerne austeste. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht und zwar war das ein TikTok-Trend, vielleicht könnt ihr euch erinnern, mit einem Bademantelband, wo man sich hier auch ganz schnell über Nacht Locken gemacht hat. Das Video verlinke ich euch sonst gerne auch mal, das war bei euch auch super beliebt, deswegen wollte ich unbedingt nochmal ein ähnliches Video ausprobieren. Und ich muss auch sagen, diesen Hack von dem letzten Video mache ich mir seitdem jede Nacht so, damit ich immer direkt mit Locken aufwache und nicht mehr so viel Hitze bei meinen Haaren anwenden muss. Und dieses Video fand ich super interessant, weil das Ergebnis auch noch ein bisschen extremer war von den Locken und es ist auch so, dass einfach hinten die Haare noch ein bisschen mehr gelockt sind. Deswegen wollte ich es einfach mal ausprobieren. Ich habe es auch schon einmal ausprobiert und fand das Ergebnis wirklich super gut. Deswegen wollte ich es heute nochmal für euch machen, dass ihr seht, wie es bei mir aussieht. Ja, dazu braucht ihr als allererstes 4 Haarbänder und 4 Socken natürlich passend dazu und eigentlich vielleicht nur noch eine Sicherheitsnadel, damit ihr die Socken nicht festhalten müsst. Und ich fange immer als allererstes an, mir die Haare einzuteilen. Also ich habe sie jetzt eigentlich schon in 2 Hälften eingeteilt und dann teile ich mir jede Hälfte nochmal in 2 Hälften quasi auf. Das könnt ihr ganz grob machen, ungefähr so. Und dann würde ich mir jetzt als allererstes, damit es einfacher ist, die hintere Hälfte so abbinden, damit ich dann nachher nicht durcheinander komme und die Haare ein bisschen besser getrennt sind. Und diese dickere Strähne kann jetzt einfach auch so nach hinten gehen. So, dann habe ich hier jetzt die Hälfte. Ich habe meine Haare jetzt komplett trocken. Ich würde euch das tatsächlich empfehlen. Das wurde mir beim letzten Video wurde das ganz oft gefragt, ob man die Haare auch nass machen kann und so einwickeln kann. Also bei mir aus Erfahrung würde ich sagen, dass es nicht so gut klappt, weil ich habe das Gefühl, wenn ich das zwischendurch mal mache, dass ich mir die Haare abends wasche und dann trocknen sie nicht ganz und ich wickle sie mir ein, dass sie morgens bei mir immer noch so ein bisschen nass sind und dann ist dieser Lockeneffekt halt nicht da. Deswegen würde ich euch empfehlen, dass die Haare am besten komplett trocken sind und am besten auch richtig gut gekämmt, damit ihr am nächsten Morgen nicht mehr viel mit den Haaren machen müsst, sondern vielleicht nur noch so ganz leicht mit den Fingern dann durchgeht. So, die Strähne habe ich jetzt erstmal so nochmal durchgekämmt. Dann nehme ich mir eine Socke. Am besten ist sie etwas länger, zumindest wenn ihr längere Haare habt. Und das Haargummi habe ich hier auch schon direkt parat. Und dann teile ich diese Strähne wieder in 2 Hälften. Ungefähr so. Und dann, was ihr nämlich dann machen müsst, ist, ihr nehmt euch die Socke und legt diese direkt am Kopf an und dann wickelt ihr nämlich die Haare in einer speziellen Kreuztechnik drumherum. Man kann theoretisch die Haare oder man kann die Socke auch einfach festhalten und macht das dann. Ich finde das aber tatsächlich nicht ganz so einfach, gerade vor der Kamera. Deswegen nehme ich mir jetzt hier die Sicherheitsnadel und pinne die Socke einfach erstmal hier fest, damit ich diese jetzt schon mal nicht festhalten muss am Anfang. Und dann nehmt ihr euch, ist jetzt auch egal, welche Seite. Ihr fangt mit einer Seite an. Ich nehme jetzt diese Seite und gehe einfach über die Socke. Und dann nehmt ihr euch die andere Seite von hinten und geht hier wie so ein Kreuz über die andere Seite und kreuzt sie quasi. Und was dabei jetzt wichtig ist, jetzt fangt ihr nämlich an, es hintenrum zu kreuzen, ist, dass die Strähne, die jetzt hier oben ist, fängt jetzt an und kreuzt hinten und diese hier geht jetzt drüber. Also es wechselt sich dann quasi immer ab. Also eigentlich ist es super einfach, wenn man es einmal verstanden hat, weil man immer nur hinter der Socke und vor der Socke kreuzt. Das heißt, jetzt ist diese Strähne hier unten drüber. Das heißt, die fängt wieder an und geht oben drumherum, so. Und die andere Strähne von hinten geht jetzt wieder hier drüber und ist jetzt wieder oben. Also es wechselt sich immer wieder ab. Das heißt, diese Strähne ist wieder oben, die geht zuerst hier drunter durch und diese ist dann wieder drüben. Drüber meine ich. So. So habt ihr das so einigermaßen. Wenn ihr jetzt an dem Punkt angelangt seid, könnt ihr theoretisch auch die Klammer rausnehmen, weil die Socke dann schon ganz gut hält. Ich finde, irgendwann, sobald man einmal die Technik raus hat, geht das auch automatisch. Aber nur am Anfang, finde ich, ist es noch ein bisschen schwieriger. So, dann fangt ihr jetzt wieder an. Diese Strähne fängt an, geht obenrum wieder zuerst. Und dann zieht ihr euch die andere von hinten und die kommt dann wieder da drüber. So, jetzt ist diese wieder die erste, die geht wieder hinten rum bei der Socke und diese geht wieder drüber. Und das macht ihr eigentlich so lange, bis ihr bis ans Ende gekommen seid. Irgendwann macht man das so ganz automatisch und auch schneller, würde ich sagen. Es ist immer nur wichtig, dass sie sich immer kreuzen und dass sich die Strähnen immer abwechseln, welche gerade oben ist. So. Genau, das war es jetzt auch schon fast.
Und wenn ihr dann am Ende angekommen seid, so wie ich jetzt, nehmt ihr euch einfach euer Haargummi und dann könnt ihr es einfach ganz normal mit der Socke zusammen befestigen. Und so sieht es dann erstmal aus. Und dann könnt ihr hier wieder die Haarspange rausnehmen, weil es hält auch so super gut, auch über Nacht. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nur als Hilfestellung genommen. Und ja, dann seid ihr mit der ersten Seite fertig. Dann könnt ihr das direkt auch so auf der anderen Seite machen. Ich kämme mir das meistens immer noch mal kurz durch, damit es dann auch morgens wirklich richtig schön und ohne Knoten aussieht, wenn ich es rausziehe. Genau, und die hintere Seite, da mache ich das jetzt wieder genau gleich. Ich teile sie mir erstmal in zwei Hälften. Und wenn ich das habe, nehme ich mir erstmal wieder die Socke, lege die an. Oder ich hole mir gleichzeitig am besten auch schon mal hier die Haarklammer. Dann lege ich das wieder direkt hier am Hinterkopf an. Das ist hinten tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich habe jetzt nämlich auch gerade keinen Spiegel, sondern ich gucke in den Kamerabildschirm rein. So, dann pinne ich das jetzt wieder fest, damit ich mich schon mal nicht mehr um die Socke kümmern muss. Und dann nehme ich mir wieder die zwei Strähnen, einmal hier und einmal da. Und dann fange ich jetzt hier wieder mit der rechten Seite an. Also ich gehe einfach drumherum und nehme dann die andere Seite und gehe drüber. Und dann fängt die Strähne jetzt natürlich hinten wieder an, geht hinten rum und diese kreuzt auch wieder hinten. Genau, und das Ganze macht die jetzt hier auf der Seite auch wieder genauso, wie ich es vorhin gemacht habe, bis nach unten hin. Ja, und dann seid ihr mit der ersten Seite auch schon fertig. Wenn man ein bisschen Übung hat, finde ich, geht das auch super schnell und hält auch wirklich super gut an der Socke. Und ja, also man kann theoretisch auch das mit 6 Socken machen. Das habe ich auch schon gesehen. Gerade wenn ihr wirklich richtig dicke Haare habt oder wenn ihr wirklich auch hinten ein richtig gutes, gelocktes Ergebnis haben wollt, dann könntet ihr euch das theoretisch auch hier auf 2 Seiten aufteilen und ihr macht hinten auch noch eine Strähne, die ihr extra mit einer Socke umwickelt, dann habt ihr wirklich hinten auch ein super definiertes Ergebnis. Aber mir hat das so jetzt eigentlich schon ganz gut ausgereicht und man muss dann natürlich auch drauf schlafen. Deswegen finde ich das mit 4 noch ganz gut für mich, um da halt so seitlich drauf zu schlafen. Aber wie gesagt, probiert das einfach erstmal aus. Ich denke, so mit 2 Strängen an der Seite sieht das auf jeden Fall vom Ergebnis schon mal hinten richtig schön gewellt aus. Aber das werdet ihr dann morgen auf jeden Fall noch sehen. Ja, und dann teile ich die vordere Strähne wieder in 2 gleich große Hälften, nehme mir wieder die Haarklammer und die Socke und befestige als allererstes die Socke wieder zwischen diesen 2 Hälften, damit die nicht verrutscht. So. Und dann könnt ihr es von der Technik wieder genau wie vorhin machen. Vielleicht sieht das von dieser Perspektive auch nochmal ein bisschen anders aus, deswegen mache ich das jetzt nochmal komplett vor. Ich fange wieder hier mit der vorderen Strähne an, kreuze wieder über die Socke und die hintere Strähne kreuzt auch wieder über die Socke und so sieht das dann erstmal aus. Das heißt, diese Strähne war oben, wird jetzt wieder anfangen, damit sie gleich unten ist und ihre hintere Strähne kreuzt einfach drüber. So, dann kommt jetzt wieder diese Strähne, die oben war, ist jetzt unten quasi und die Strähne geht einfach wieder da drüber. So, die ist drüben, das heißt, die fängt wieder an und geht zuerst drüber und die kreuzt dann über die Strähne. Genau, und so macht ihr das eigentlich die ganze Zeit wieder bis nach unten hin weiter. So, am Ende befestige ich wieder alles mit einem Zopfgummi und schon seid ihr auf der Seite auch schon wieder fertig. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus, wenn ihr mit allen Seiten fertig seid. Es hält auch wirklich überall sehr gut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn man sich im Schlaf etwas mehr bewegt, dass hier irgendwas aufgehen würde. Und ja, damit werde ich jetzt dann heute auch so schlafen gehen und werde das Ganze morgen früh live vor der Kamera aufmachen und dann könnt ihr das fertige Ergebnis sehen. Ja, jetzt ist schon der nächste Morgen und wie ihr sehen könnt, sieht alles noch relativ fest aus. Also ich muss auch sagen, dass ich mich oft im Schlaf bewege, aber dafür hat wirklich alles gut gehalten. Und ich würde sagen, ich löse jetzt mal die Zöpfe, damit ihr das fertige Ergebnis sehen könnt.
Ja, das ist jetzt schon mal das direkte Ergebnis direkt nach dem Aufmachen. Also ich habe jetzt noch nicht viel irgendwie mit den Haaren gemacht. Und ich muss wirklich sagen, mir gefällt das Ergebnis super gut. Also ihr seht hier ja schon, wie lockig bzw. wellig das ist und auch wirklich hinten noch ein bisschen mehr wie mit der anderen Methode. Ja, und was ich jetzt immer noch mache, ist, dass ich so ein bisschen Haarspray reingebe, weil ich habe jetzt so in die Haare vorher nichts reingegeben. Also man könnte theoretisch auch, wenn bei euch Locken nicht so gut halten, vorher Schaumfestiger reingeben, dann die Haare trocknen und dann halt aufwickeln. Ich gebe jetzt einfach noch so ein bisschen Haarspray rein und dann halten meine Haare diese Locken eigentlich den ganzen Tag und sogar auch noch den Tag danach. Und ja, ich muss sagen, ich finde das Ergebnis wirklich richtig gut. Die Locken sind richtig schön gleichmäßig geworden. Sie gefallen mir sogar noch besser wie mit der Bademantelmethode. Allerdings würde ich sagen, dass das mir jetzt hier für den Alltag, also für jeden Tag zu umständlich wäre, weil ihr müsst wirklich immer 4 unterschiedliche Zöpfe binden und bei dem anderen geht es halt super schnell. Also ich glaube, die andere Methode, das ist für mich etwas, was ich jeden Tag machen würde. Und das wäre für mich jetzt etwas wirklich für besondere Anlässe oder mal so am Wochenende oder so oder wenn man weggeht, weil... Also mir gefällt es jetzt wirklich so gut, dass ich mit dem Lockenstab nichts mehr machen würde und so kann man dann halt wirklich gut seine Haare schonen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch diese Methode gefällt und ob das bei euch auch so gut klappt. Ich verlinke euch gerne nochmal das andere Video, dass ihr es auch nochmal vergleichen könnt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann!